Ich da. Entschuldigung. Spit on me, mein Lieber. We already had an interview together. Darling. Ah, really? Mein Lieber. Really? Nicer. Du musst ein bisschen netter zu mir sein. I'm really nice. Was heißt Presswurst auf Englisch? Der bespuckt sich immer. I'm supposed to say hello to you. Er bespuckt sich. Ich glaube, ich begrüße dich erstmal. Ich wollte ganz herzliche Grüße von Ben bestellen. He made some funny faces. Der hat ein paar lustige, komische Schöne Masken Grüße, gemacht. Grüß ihn zurück. Murat. We belong together. Ah, Fanclub ist auch da. Fly away. Gekauft. Viele Fans, viele Fans von dir sind da. Lernt man mit der Zeit dann die deutschen Fans auch mal kennen, wenn die immer wieder da sind? Ich habe einen, der ist ja heute da. Komm, da ist der. Right, ja, klar, ich habe einen super Fan da hinten in dem grünen T-Shirt. Also die merkt man sich dann, die merkt man sich dann schon. Und du hast ja auf der ganzen Welt. Wenn man jetzt zum zweiten Mal so einen großen Erfolg hat, und es gab ja sicher auch Leute, die giving kisses. Ich weiß nicht, ob mir alles über. Herr Poche, mäßigen Sie sich. Das ist super unfair. Einer sollte sich von euch mal unter meine Leute setzen, die alle Englisch mit Slang, also mit Akzent sprechen, mit Dolmetscher im Ohr. Und da sitzen dann Snoop Dogg und Snoop Dogg. Ja klar, können wir in Amsterdam machen. Ja, Deutsch. Mit Snoop Dogg, das ist ein neues Video. Jetzt geht's dahin. So. Jetzt wird's ein bisschen heftig. Soll ich ihn offiziell zum Duell herausfordern?